Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Heute hört ihr ein Gedicht. Es heißt Jascha, der kleine Jaguar. Neugierig ist er ja. Jascha, der kleine Jaguar, durchstreift das Land auf allen Vieren. Was wird mir heute wohl passieren? Vielleicht ein neues Abenteuer? Ein furchtbar wildes Ungeheuer? Halt, stopp! Was war denn das? Hinter diesem Baum? Jascha traut seinen Augen kaum. Sag mal, was bist du denn für ein Tier? Fast genau wie ich, nur ist alles verkehrt an dir. Ich hab dunkle Punkte und ein gelbes Fell. Dein Fell ist dunkel, dafür sind die Punkte hell. Ich bin wirklich ein seltsames Tier. Ich bin genau das Gegenteil von dir. Wissen willst du, wer ich bin? Dann hör ganz genau jetzt hin. Ich gebe dir nun ein Rätsel auf und ich denke, vielleicht kommst du drauf. Sagst du Hallo zu mir, sag ich Tschüss zu dir. Sagst du schwarz, dann sag ich weiß. Magst du es kalt, dann mag ich es heiß. Du läufst bergab und ich bergauf. Na, kommst du langsam drauf? Wir probieren es nun einmal. Oh ja, sagt Jascha, auf jeden Fall. Der kleine Jaguar sagt, ich fange an. Na dann. Ich mach mich dick. Und ich mach mich dünn. Ich laufe fort. Und ich komme hin. Ich lache. Und ich muss weinen. Ich liebe den Regen. Und ich sehe die Sonne scheinen. Ich springe hoch. Und ich spring runter. Ich schlafe ein. Ich bin putzmunter. Hey, das macht ja großen Spaß. Na, ich muss jetzt sagen, ich hasse das. So, und jetzt sag, du kleiner Jaguar, ist dir nun langsam klar? Willst du wissen, was für ein Tier ich bin? Es steckt in unseren Namen drin. Ein Jaguar sagt, ja, dann sag ich, nein. Was könnte ich dann wohl für ein Tier sein? Ach ja, sagt Jascha da. Dann bist du wohl der Nainguar. Dieses hübsche Gedicht hat sich Astrid Grabe ausgedacht. Die Zeichnungen stammen von Tanja Schmidt und das Ganze ist beim Verlag an der Ruhr erschienen.